Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exhaus und in diesem Video stelle ich euch das Fusionsgewehr vom Eisenbahner vor, der kluge Tadel. Der kluge Tadel ist eine Powerwaffe und ist deswegen auch im schweren Waffenslot und hat folgende Perks drauf. Durchschlagendes Gehäuse, langsam Feuer und hoher Schaden. Diese Waffe ist präzise, wenn sie unbewegt ist und die Zielvorrichtung benutzt wird. Direkt am Anfang schon, die Waffe spielt sich für PvP und PvE extrem gut. Das sieht man nämlich unten an der Schlagkraft, die ist sehr, sehr hoch und das kommt beiden Modi zugute. Wie man dann sehen im PvE-Gameplay und auch im PvP-Gameplay. Gehen wir aber weiter. Bei den Visieren haben wir die Möglichkeit, hier noch ein bisschen rumzuspielen mit Handhabung, Reichweite. Das macht jetzt keinen Wahnsinnsunterschied. Auch wie bei allen anderen Waffen kann man das nehmen, was einem am besten gefällt. Ich habe es jetzt mit offenem Visier gespielt, fand ich ganz gut. Hier hätten wir flüssige Spule, langsameres Laden für größeren Schaden, das heißt wir machen mehr Schaden und die Ladezeit ist langsamer. Beim unteren ist es so, dass die Magazingröße um einen Punkt steigt und die Ladezeit da auch nochmal verändert wird. Die Schlagkraft mit runter geht natürlich, weil wir hier natürlich erhöhten Schaden haben. Deswegen sage ich mal, für PvP würde ich den oberen empfehlen, mehr Schaden ist hier wesentlich besser und für PvE kann man durchaus den unteren nehmen. Ich tendiere aber sogar im PvE tendenziell eher für den oberen, da die Schlagkraft hier einfach auf Maximum ist und das spielt sich wirklich sehr angenehm. Zuletzt hätten wir allerhöchste Eisenbahn, gewährt für kurze Zeit nach dem Wechsel zu dieser Waffe verringerte Ladezeit und erhöhtes Handhabungstempo. Das zeige ich hier kurz. Wenn man die Waffe wechselt, schießt sie extrem schnell. Die Destiny 1 Spieler werden das mit einem exotischen Fusionsgewehr kennen. Plan C hieß die damals. Diese Waffe hier hat genau die gleiche Fähigkeit. Das heißt, ihr wechselt die Waffe auf das Fusionsgewehr und dann könnt ihr die Schüsse mit verschnellerter Zeit raushauen. Ist extrem nützlich im PvP, kann da, wenn ein Feind einen überrascht, einfach schnell auf die Waffe wechseln, zack, weghauen und dann hat man den schon gekillt. Ist eine sehr, sehr starke Fähigkeit für PvP, deswegen spielt sie sich im PvP auch extrem gut. Zuerst aber schauen wir uns das Ding noch im PvE an. Im PvE, das sieht man hier in den Gameplay-Ausschnitten, ja, die Waffe ist stark, keine Frage. Sie braucht teilweise nur einen einzigen Schuss, um eine Hexe oder einen Ritter oder einen Centurio wegzuhauen samt Schild. Das heißt, ist wirklich stark, was die Schlagkraft betrifft. Zudem kleinere Feinde, gar kein Problem. Das heißt, hier haben wir eine Waffe, die immensen Schaden verursacht. Unter den Fusionsgewehren, glaube ich, sogar einer der besten, weil die Schlagkraft halt einfach so hoch ist, wie bei fast keiner anderen Fusionswaffe. Deswegen, dieses Ding kann man ohne Bedenken im PvE mitnehmen, haut die Feinde recht ordentlich weg. Bei öffentlichen Events oder auch wenn man stärkere Feinde hat, das sieht man hier sehr gut, dann kann man die zack mit ein paar Schüssen einfach weghauen. Viel Schaden im PvE. Im PvP-Bereich glänzt sie auch. Das Fusionsgewehr durch die hohe Schlagkraft tötet die Feinde grundsätzlich mit einer einzigen Aufladung, auch über weite Distanz, weil die Reichweite der Waffe doch auch ganz gut ist. Die Stabilität ist okay. Zudem, wenn man überrascht wird, hat man auch die Möglichkeit, die Waffe eben schnell zu wechseln. Also man rennt mit der Primärwaffe oder der Energiewaffe rum. Ein Feind kommt um die Ecke, man hat es nicht gesehen, weil er unsichtbar war oder man hat sich nicht aufs Radar geachtet. Wechselt auf die Fusionswaffe, zack, kann den Feind direkt weghauen, wegen der verkürzten Ladezeit, wenn man auf die Waffe wechselt. Hier ist noch wichtig zu beachten, das Wechseln der Waffe hat eine Abklingzeit, das heißt, das funktioniert nicht jedes Mal, wenn man die Waffe wechselt, sondern da muss man, nachdem man es einmal gemacht hat, eine kurze Zeit warten, bis man es dann wieder machen kann. Und ja, einfach, dass ich es trotzdem noch erwähnt habe, das heißt, man kann nicht immer schnell auf die Waffe wechseln und dann die verschnellerte Ladezeit haben, sondern das dauert immer ein Momentchen, bis das wieder funktionsbereit ist. Also, im PvP und im PvE ist dieses Fusionsgewehr wirklich stark, eine absolute Empfehlung. Wer sie hat, kann ohne Probleme damit spielen. Zum Schlusswort, dieses Fusionsgewehr gehört mit unter anderem zu den besten, die ich bis jetzt gesehen habe. Deswegen nicht zerstören, die Waffe unbedingt behalten. Probiert sie mal aus im PvP. Fusionsgewehre sind ein bisschen Handling-Sache, das heißt, man muss sich ein bisschen eingrooven, man muss ein bisschen lernen, die Fusionsschüsse zu kontrollieren. Das heißt, sie haben eine Flugzeit und durch die Flugzeit muss man vielleicht ein bisschen vorher zielen, wenn der Feind in eine Richtung läuft oder in eine andere Richtung läuft oder springt oder so. Das ist ein bisschen Gefühlssache. Wenn man sich aber damit eingegroovt hat, dann haut das Ding richtig rein.
Gut, das wäre es dann auch schon gewesen von diesem Review zu dem Fusionsgewehr. Lasst sehr gerne ein Like da, um mich und das Video zu unterstützen. Schreibt noch einen Kommentar in die Kommentare, wenn ihr was loswerden möchtet. Und lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht Teil dieser Community seid. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.